Hallo und herzlich willkommen bei den hungrigen Plünderern. Mit dabei sind Sanitöter. Hallo. Samonas. Hallo. Und Sarutas. Abend. Und ja, wir haben jetzt in den letzten Folgen schon relativ fleißig geplündert. Jetzt fehlen nur noch vereinzelt ein paar Häuser und die werden wir jetzt noch angehen. So. Also, wir brauchen Antibiotikas. Ja, jetzt glaube ich sogar schon zwei, ne? Was, zwei? Antibiotikas. Hast du? Ne, brauchen wir, oder? Ja, ich bin infiziert vom letzten Mal noch. Ja. Und das Sunny. Ja, aber wir haben ja noch zu Hause was. Ich bring was mit. Stellt euch nicht so an, oder wie war das? Ich hol mir erstmal was zu trinken. Dann kann ich nämlich auch das Maismehl fressen. Und ich hab wohl einen Zombie gefunden. Tja. Was findet der Zombie auch dich? Und einen Hund. Ja, Hund hab ich auch schon einen. Rumgeschossen, den Winter. Ja. Ey, bei wohin nehme ich die Pistole? Also, bis später. Jo, dann fahr vorsichtig. Ich nehme mir mal das Wasser. Na, wenn müsste noch einiges in der Kiste sein. Ja, 5 habe ich mir jetzt genommen. Oder ich mal Maismehl. Das Schöne ist, wenn Wasser sowieso auf Null ist, kannst du essen am Ende. Ah, nein! Komm jetzt her. Was ist ein Problem bei dir? Ja, alles gut. So gemütlich am Essen und dann kommt da so eine gute lose Suppe. Ja. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Findest du? Alter, ich glaube, ich spinne. Mit los. Ich werde hier von einem Zombie nach dem nächsten überrascht. Da sei froh, ich werde von einem Hund nach dem nächsten überrascht. Also ich sehe hier gar nichts. Ich nehme dann mal einen. Ah, nee. Das. Ja. Wahrscheinlich hast du die ganzen Zombies in Schild am Eingang hingestellt. Alle hier bitte in die Stadt. Hinter mir, die schmecken besser. Hinten gibt's offenes Buffet, aufpassen. Das glaube ich dir sogar. Könntest du vielleicht einfach mal aufhören? Bei mir kommen gerade auch ein Zombie nacheinander angerannt. Ja, ich will Ruhe essen. Sind sie etwa alle, ey? Wie spawnt? Ah, ich hab da gerade vorhin jemand für uns gefunden.
Sunny, bist du vorne an der Ecke? Ja. Da, wo die ganzen Zombies sind. Oh, das sollte erstmal wieder reichen. Auch mal. Ein Verbandskasten mit. Warte eben, dann. Stoppen wir hier mal an. Also, alle hinter dir. Wow. Danke. Nehmen wir zwei solche. Ihr habt Spaß. Ja, ungemein. Sind sie. Oh man, fast den ersten Tod verzeichnet gehabt in der Folge. Also ich war schon sehr nah dran. Ich meine ja dich. Wie viel Antibiotika brauchen wir, wenn man das mitbringen kann? Also mir kannst du noch einen Honig mitbringen. Wo sieht man, welche Stufe man hat? Wenn du ins Charakterfenster gehst. Mir hilft Honig, Antibiotika und natürlich Antibiotika. Mir reicht auch Honig. Und teilweise gelootet. Kann auch was ausgeholt. Hm. Haben wir hier wahrscheinlich auch. Da will ich die goldenen Lampen hängen lassen. Überall, wo Tür offen ist, da war auch schon jemand drin. Ja, das Haus ist leer gelootet, aber die Lampen hängen noch. Ja, warum? Still bin ich. Rocky müsste eben hier aufpassen bei unserer Straße, weil da habe ich wieder was gefunden, was uns gefährlich wird. Also komm zu mir. Ein Hund ist bei mir. Macht natürlich Sinn, ne? Vom Klo direkt hoch zum Dachboden. Warum auch nicht, ne? Ja. Mach mal ein bisschen flexibler. Bist du in dem Haus drin? Ja. Meinst du mal da, wo der Hund davor steht? Ah, Hund hat schon erwischt, okay. Oh, ich hab auch Mini-Bike-Rezept gefunden. War schon leer. Ach ja, schon schön bei den Amis. Jedes Haus hat eine Klimaanlage. Haben wir eingepackt?
gebe ich zumindest mal. Die wollte ich anprobieren. Naja, egal. Ich auch mal. Sonst. Naja. Gut, in dem Haus, wo ich gerade bin, die haben da viel gekocht. Das war das Bad. Da geht's raus. Halt. Kein Ofen? Was ist denn das für ein Haus seit hier? Was bist du da drin? Ruhe. Ich bin wieder in dem Haus zurückgegangen, wo ich drin war. Gott. Doch lieber den Vorschlaghammer. Waren wir hier etwa schon? Nein. Aber noch nicht. Oder vielleicht doch. Ja. Hier sind wir von hinten reingekommen. Hier und den Krauler. Gut. Kann das sein, dass er bei euch war? Bist gerade bei mir hinterm Haus? Wenn du gerade mit der Knarre geschossen hast, ich bin in deiner Nähe, ja. Nein, das war ich. Und ich bin in dem Haus direkt dann bei der Knarre. Mach das Haus gerade leer. Ich höre hier irgendwo einen Krauler schreien. Also Honig reicht euch noch, ne? Mir ja. Ja. Bei mir auch noch. Ah, die Axt in der Hand erspart den Schlüssel. So. Bap. Was Sinnvolles muss werden für die Kiste. Erzmüll. Eisen. War noch hier auch drin. Gut. Überall ist schon Papier. Schwerpistole? Das bin ich. Und was hast du gefunden? Deswegen die Pistole. Drei Hunde. Alle tot? Ja. Weil sonst hätte ich noch mitgeholfen. Ach, hier sind noch genug Zombies. Du darfst gerne noch mitkommen. Dann muss ich mal gucken, welche Farbe du bei mir bist. Das weiß ich natürlich nicht. Ah, blau bist du. Boah, erschreck mich nicht so von hinten. Ja. Oh,
Oh, ich glaube, ich bin gleich tot. Ja. Also ganz ehrlich. Bist du gestorben oder wie? Na, Alter, ich habe 5 Blutungen gehabt. Irgendwann sind mir die Bandagen ausgegangen. Also bräuchte ich so ein Honig jetzt weniger. Ich dachte, so ein Verbandskasten heilt alles. Ne. Da muss mehr als eine Bandage drin sein. Tja. Wo bist du jetzt wieder im Bett, ne? Natürlich im Bett. Und bei mir sind ja immer noch 4 Zombies. Was los da, oder? Na, gib hatte... du hast alle geschickt. Na, ich glaube, wir können sowieso bald mal die Heimreise antreten. Nein, wir waren jetzt fast durch. Ich hätte jetzt eigentlich nur noch die letzten paar Klimaanlagen abgebaut und dann wäre ich eigentlich nach Hause gegangen. Was beschleunigt. Ja, super. Ja. Ich muss nur noch mal jetzt komplett dahin latschen und meinen Loot holen. Und dann nach Hause gehen. So. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwann mal für Ruhe geschaffen. So, jetzt haben wir ein bisschen früher gemacht, ja, bevor ich gestorben wäre. Bin ich unter 100 Leben? Ja, dann wäre der Video zu langweilig. Ja, super. Hätten meine Zuschauer weniger zu lachen, schon klar. Das mache ich alles nur für euch, damit es euch belustigt. Jetzt darf ich ja alle Zombies noch looten. Oh, du Arme. Das wissen alle zu schätzen. Ja, wenn ich sie überhaupt wieder alle finde. Irgendjemand muss sich ja zum Affen machen, oder wie war das? Warum immer ich? Du hast schon die meiste Erfahrung bei YouTube? Mist. Ah, ich habe den Kraul gefunden, den hast du gesucht hast, Sunny. Ja, direkt der, gesucht habe ich ihn ja nicht. Ich hab der ist im Haus! Ah, schön. Nicht gesucht, aber gefunden. Mhm. Ja, ich habe ihn gesucht und habe haufenweise anderes gefunden. Weil er guckt bei mir mit dem Kopf jetzt durch die Türe. Na super, mach die Tür auf und hauen den Nüschel ein. Nö, ich habe doch durch die Tür durchgeschossen mit dem Pfeil. Oder so. Jetzt dürfen wir wirklich überall durch sein. Ich warte nochmal so weit alles ab, aber. Ja. In der ersten Kiste liegt der Honig drin, ne? Ich weiß gar nicht warum, ich brauche ihn irgendwie nicht mehr. Komisch. Ja, dann, Sunny, soll ich an der Tasche warten, oder? Nö, nö. Wenn da keine Zombies sind, dann kannst du ruhig gehen. Wenn da Zombies sind, darfst du dich gerne wegmachen. Bringt der Brustpanzer Wärme? Nein, aber die Jacke. Ja, die trage ich schon nicht mehr. Hast du denn einen Kaffee mitgenommen, Sunny? Ich sag, nee, das wäre eine gute Idee gewesen. Oder Bier? Auch das wäre eine gute Idee gewesen.
Oder ein Schnaps. Achtung, da vorne ist einiges los, ne? Super, ich hab noch... Wo ist viel los? Am Werkzeugladen. Tobi will mich gerade umbringen. Ich bin unbewaffnet, nackt und habe keine Ausdauer und Tobi hätt's mir ja 10 Zombies auf den Wanst. Sei froh, dass er nicht selbst kommt. Ja, das kann er jetzt zum Glück nicht. Hat ja PvP nicht eingeschaltet. Würde mich aber immer noch interessieren, warum das nicht funktioniert. Sag doch einfach, dass du uns nicht traust. Ja, das sowieso nicht. So, ich bin jetzt wieder in der Stadt. Das ging doch aber schnell. Fast schnell. Okay, also wenn wir daheim sind, heißt es Eisen kloppen und Rüstung herstellen, und zwar die gute. War ich schon lange dafür. Naja, wir haben noch nicht so viel Eisen, deswegen wollte ich die noch nicht bauen, weil die ist relativ teuer. Immer diese Ausreden hier. Wobei, jetzt könnte ich ja auch zumindest erstmal die Scrapped Iron Rüstung bauen. Muss gerade auch mal zusehen, dass ich ein bisschen Leben dazu bekomme. Beim nächsten Zombie, der mich anrennt, habe ich ein kleines Problem. Ich glaube auch, die Klimaanlagen sind jetzt so weit weg. Ah, das ist noch eine. Na gut, da würde ich mal sagen, haben wir es ja jetzt durch, oder? Dann können wir zusammenpacken. Ich habe mich auch schon voll gemacht. Dann wird aber trotzdem noch was dort bleiben wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Naja, da wir uns alle mehrmals da drin entleert haben. Wie viel geht denn ins Bock mit rein? Keine Ahnung. Oh, ein Schwein. Brauchen wir noch was zu essen? Immer. Dann bleib stehen. Du treff ich doch nicht. Heute Nacht müssen wir erstmal das Lager aufräumen, ne? Ja. Die unnötige Scheiße scrappen. Ja. So.
Lassen wir die Kisten dort stehen oder soll ich die zum Schluss abreißen? Nö, hier kannst du ruhig stehen lassen. Gut, die eine Kiste ist ja fast leer jetzt mit Waffenteile. Ah, da kommt noch jemand angerannt. So, ich bin voll. Wer hat die Gläser eingesteckt? Kann ich nehmen. Ach, ich hab sie. Na dann. Die leeren hast du, ne? Dann habe ich noch 3 Stück, die du nehmen kannst. Na, dann tu mal die Kiste. Da hab eine. Ich. Komm mit. Hopp. Gut, da wollte gerade uns noch jemand besuchen. Wer hat die Verbandskästen dabei? Ich nicht. Ich hab ja eigentlich nur fast so Waffenteile. Zombie. Ja. Deinen Honig hast du gefunden? Ja. Ich habe mal in der vordersten Kiste was das Essen und sowas drinne gelassen. Das kann man ja mal hier lassen, war das. Braucht man ja eh dann. Hier im Zombie ist noch Flasche Wasser, kann ich mir nehmen. Dann lass ich auch mal so ein bisschen Wasser hier. Das ist halt die erste für unsere Verpflegung. Oh, dann nehme ich das noch mit. Und kommt auch noch. Hinterm Haus ist gerade Hund. Ja, ich hab dummerweise keine Knarre mehr. Das war aber, glaube ich, ein Lag, oder? Alter! Weg ist der Hund. Dann nimmt er dir gute Munition für so einen komischen Papa. Nee, nee, nee. Da hinten kommt schon der nächste, oder? Nee, der geht, der rennt weg von uns. Sie spawnen gerade alle wieder. Leck mich, ich muss weg. Warum? 16 Leben. Hilfe lasse ich auch mal hier. Geld nehme ich mit. Ja. 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 Ja gut, und dann mache ich jetzt noch das Inventar voll. Ich bin voll und verkrümel mich. Ich würde sonst sagen, die Heimreise in der nächsten Folge machen. Ja, klingt nach einem Plan. So, Steigerus kann noch mit, und sonst haben wir alles. So, was haben wir noch? Steigerüst. Nur noch. Hast du dann eigentlich noch einen Platz frei, Rocky? Und ich bin einen Platz habe ich jetzt noch. Ja, ich habe noch ein Moped. Achtung, hinter dir, Samonas.
Oh, es war ganz leiser. Mal wieder an, das ziehe ich auch an. Da habe ich noch zwei Plätze. Wieso? Papier habe ich reingelegt. Ja. Kann man wahrscheinlich einfach reich. Das Maismehl da lassen oder was? Ja, noch mal was zu essen. Ja. Und Rocky, ich habe in die zweite Kiste von links auch noch was, noch was reingelegt für den Heimweg. Weiter von links. Hier. Yay. Läuft. Der Sakudas braucht ja keins, er hat ein Moped. Ich geh jetzt gleich Schätze ausgraben. Du kriegst kein Bier. Ja gut, dann steht für die nächste Folge die Heimreise an. Also, ja. Dani ist schon auf dem Weg. Ja, ich bin ja auch halb tot. Irgendwo da am Horizont. Na gut. Dahin. Ja. Dann. Ciao. So. Tschüss.